Veranstaltung auf dem Weg in unsere Richtung auf die Schnauze packen, sich dann wieder aufrappeln, um sich dann aggressiv an das Bühnengitter zu drücken. Im 0,nix sind die ersten 30 Reihen mit 95% weiblichen Fans gefüllt. Das Ganze ergibt ein absurdes Bild. Während das gesamte Gelände noch relativ frei und überschaubar ist, stehen direkt an der Bühne schon 30 Reihen Menschenmatsch eng aneinander gepresst. Die erste Band geht zuerst in 2,5 Stunden auf die Bühne, doch das ist den Leuten hier vorne völlig egal. Die werden jetzt hier stehen bleiben, bis der eigene Körper sang- und kraftlos in sich zusammenfällt. Nach gefühlt unendlich 2,5 Stunden, gefühlten unendlich anfühlenden, nee, nach, hä? Gefühlt unendlichen. Also nach gefühlt unendlich 2,5 Stunden, nach gefühlten unendlichen 2,5 Stunden. Gefühlt unendlichen. Ich kann das doch so lesen, das ist ja auch ein bisschen frei. Wie würdest du das sagen? Nach gefühlt unendlichen 2,5 Stunden, also du bist angefühlt. Ja, das ist sehr gut, das ist gut, so habe ich es auch geschrieben. Das steht nach hier auch. Nach gefühlt unendlichen 2,5 Stunden. Gefühlt, ich sag mal Gefühl, fühle. Nach gefühlt unendlich 2,5 Stunden kam endlich Bewegung in das Trauerspiel. Showtime. Die erste Band des Tages war eine deutsche Eurotrash-Kapelle, deren Name mir leider entfallen ist. Die Gruppe bestand aus einer rothaarigen Sängerin, einem weißen Sänger sowie einem schwarzen Rapper. Und fast alle diese Boybands hatten diese Konstellation damals. Erstmal kam so ein Typ, hat eine Strophe gesungen, dann kam die Frau, hat einen Refrain gesungen und dann kam noch ein Rapper und dann nochmal gerappt. Und das war alles genau gleich scheiße. Egal. Naja, auch diese Band bestand aus dieser besagten Konstellation. Und ich meine mich zu erinnern, dass sich der weiße Sänger ein paar Jahre später umgebracht hat und durch einen anderen weißen Sänger ausgetauscht wurde. Kann sich immer noch an diese Band erinnern? Wie hieß die? Das glaube ich auch, ja. Und der Typ hat sich umgebracht, dann kam ein neuer Typ. Der dann, ich weiß, das passt so gut. Neuer Typ war auch, der dann aber kurze Zeit später wieder aufstieg, um eine Solo-Karriere zu starten und damit das unglamouröse Ende der Knalltütenband einläutete.